Ja, Urush. Wir gucken uns das Gameplay jetzt von Urush an. Ich habe Bedenken, weil er sehr langsam sein könnte und ja, bin mal gespannt. Bei dem habe ich am meisten Bedenken. Und die Spezialangriffe. Ja, guck mal. Lebendes Sterben. Schwingt seine Waffe mehrmals in Form von Schriftzeichen. Warte mal, Urush hat eine Waffe? Der hat. Also auf einem Sabaody-Archipel hat er nur mit so einer Säule gekämpft, aber es war jetzt nicht gerade seine Waffe. Läuterung der Wahrnehmung. Greift auf seine inneren Kraftreserven zurück und stellt Leben wieder her. Ah, er kann sie auch regenerieren. Auch wie Cracker. Ah, ne, nicht wie Cracker, wie Smoothie. Die Versuchung widerstehen. Stürmt nach vorn, schnappt sich ein Gegner und rammt ihn in den Boden. Oha, voll der Wrestler. Verdammung und Wahrheit. Schwingt seine Waffe mit aller Kraft und schleudert Gegner weg. Alles geht vorbei. Wirft seine Waffen mit aller Kraft aus der Luft auf den Boden. Karma-Rückkehr. Wandelt Schaden in einen Formwechsel zum Koloss um. Erleidet Schaden, wenn der Formwechsel beginnt. Okay. Das testen wir auf jeden Fall aus. Karma-Rückkehr. Das alles geht vorbei. Und Verdammung und Wahrheit. Karma-Rückkehr. Wandelt Schaden in einen Formwechsel zum Koloss um. Okay. Bin mal gespannt, was das. Kann mir gerade nicht so was drunter vorstellen. Aber ich bin mal gespannt. Ja, er ist auf jeden Fall. Ja, er ist sehr langsam. Er ist richtig langsam. Boah, der ist. Ja, er kämpft auch mit der Säule hier. Was irgendwie komisch ist, weil es war ja eigentlich nicht seine Waffe, ne? Aber scheint auch so ein bisschen karatemäßig drauf zu sein. Gucken wir mal, wie ein volle Kraft Burst ist oder das schneller ist. Ja, viel schneller ist er nicht. Weil die Angriffe schon cool sind. Okay. Er hat doch nicht viele Kombos. Das ist auf jeden Fall jetzt sein stärkster Angriff mit der Säule auf den Boden werfen. Okay, was ist das? Man wird zum Koloss. Oh, er ist noch langsamer. Ja, moin. Er hat schon coole Angriffe. Also das mit dem Koloss ist auch richtig cool. Boah, nee, der ist überhaupt nichts für mich. Also wie ich schon im Trailer vermutet habe, der ist einfach zu langsam und die Kombos sind einfach nicht gut. Ich habe mir schon gedacht. Ich musste aber auch die Entwickler so ein bisschen in Schutz nehmen, weil es ist schwer, einen Charakter ins Spiel reinzubringen, von dem man so gut wie fast gar nichts weiß. Und das ist halt. Obwohl Shanks haben sie auch hingekriegt, also. Gut, machen sie aber schon fast seit 2000 irgendwas ein Spiel, also ja, keine Ahnung. Ne, Urush gefällt mir nicht. Also als kleines abschließendes Zusammenfassung, Smoothie für mich am besten, dann Killer und Cracker. Dann X-Drake und Judge. Also auf Platz 3 und Urush ganz hinten. Definitiv. Ja, schade. Urush ist eigentlich richtig cool.